Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Rabba 180 an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Mr. Diamond 88 und Ursier, wenn man es so ausspricht. Gibt es nur für PC und Mac, einmal zu finden unter Mods und DLCs und dann Rabba 180.0. Ja, das ist mehr oder weniger ein Pack. Ihr habt da den Rabba 180 drin als Fahrzeug. Dann habt ihr einen Tank, einen speziellen Tank dafür und dementsprechend noch die Spritze als Anbauteile. Also was für Nostalgie oder Ostalgie-Fans in dem Falle oder die gerne generell auf osteuropäischen Karten unterwegs sind. Denn wir haben hier einen osteuropäischen Selbstfahrer oder eine Selbstfahrerspritze, die einmal Flüssigdünger und einmal Herbizide ausbringen kann. Ne? Recht interessant. Ja, wir haben 180 PS Leistung, 400 Liter Diesel, 25 km/h Max-Speed, 11,3 Tonnen Gewicht. Wir haben 5.263 Euro in der Anschaffung, 268 im Leasing. Design-Anhänger Kupplung, Reifenvariante, Hauptfarbe und Felgenfarbe sind als Config-Block mit dabei. Das sind 5 Config-Blöcke insgesamt. Design gibt es einmal Standard, dann gibt es KS, also KC, IKR und CPS. Ne? Sind allerdings nur Aufkleber, hat jetzt nichts irgendwas mit der Funktion zu tun. Anhängerkupplung gibt es vorne mit oder ohne, also dass ihr da noch eine Dreipunktaufnahme mit dran bekommt. Und die Reifenvariante ist zwischen Standard, Zwillingsbereifung und Pflegebereifung durchschaltbar. Recht interessant. Ansonsten haben wir einmal Hauptfarbe, da haben wir Gelb, Gelb 2, Blau, Rot, Grün und Grün 2. Felgenfarbe haben wir Weiß, Rot, Schwarz in dem Falle. Jo, dann haben wir einmal hier den Sprayer. Der kommt halt hinten mit dran, um ne, dementsprechend dann das Ganze auszubringen mit 12 km/h Maximalgeschwindigkeit und 8 Metern. Könnt ihr nur die Hauptfarbe ändern in den Farben, wo auch das Fahrzeug zur Verfügung steht. Und dann haben wir noch einmal den Tank, der Flüssigdünger und Herbizide laden kann. Hat 2000 Liter Kapazität, ist jetzt nicht allzu viel, aber ist okay. Ne? Und auch hier könnt ihr die Hauptfarbe ändern. Ja, so sieht das gute Stück in dem Falle aus. Wir haben dann hier einmal Rabba 180 hier oben mit mit hier draufstehen. Das ist auch Tobi aufgelöst. Da ist kein Pixelbrei oder Matsch oder sonst was mit dabei. Alles schick schön. An den Reifen selber gibt es keine Beschreibung von Hersteller oder Co. Das ist halt einfach so. Dann haben wir hier drüben nochmal Rabba mit dran stehen. Dann haben wir jetzt hier vorne, sofern ausgewählt, die Dreipunktaufnahme. Könnt ihr auch gänzlich weglassen. Fahrtleuchten, Blinker, Arbeitsleuchten nach vorne, weil da oben sind ja keine in dem Falle angebracht. So, dann haben wir einmal da oben noch eine Rundumleuchte, die ist immer mit dabei. Dann haben wir hier links, rechts Spiegel, klar. Hinten dann einmal der Aufbau für den Tank, das ist die Freifläche hier. Hinten steht auch nochmal Rabba 180, ihr seht, ne, das ist ganz geil. Es gibt zwar hier solche Kanten, die schattenmäßig irgendwie ein bisschen komisch aussehen, je nach Lichteinstrahlung, aber okay. Dann habt ihr hinten ebenfalls eine Dreipunktaufnahme, die braucht ihr allerdings für den Sprayer. Kommen wir dann später noch dazu. Dann haben wir Bremslichter, Blinker und die hinteren Arbeitsleuchten und hier solche Reflektoren, die da halt mit dran sind. Sieht auf jeden Fall relativ wild aus, das Teil. Wenn wir uns das Ganze im Innenbereich anschauen, ihr seht, Tür geht schon mal auf, das ist schön. Links, rechts Spiegel, inklusive Rückspiegel. Ansonsten großes Lenkrad, direkt in der Mitte. Wir haben dann vorne links und vorne rechts teilweise hier die Armaturen und ein paar Anzeigen. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ansonsten natürlich noch alles auf analoger Basis, versteht sich. Es ist eine etwas ältere Maschine hier. Und ja, haben aber einen guten Rückblick auch, jedenfalls wenn wir hinten nichts dran haben. Na, also sieht soweit gut aus und auch hier drinnen ist texturtechnisch gesehen soweit alles sauber. Der Sprayer selber, ne, da gibt es jetzt nicht viel zu erzählen, um ehrlich zu sein, ne, der ist halt hier in dem Falle gelb. Und der Tank hier ebenso, da habt ihr dann hier noch ein bisschen was mit draufstehen. Ne, Kraftstoff, Sninski, Dolski, whatever, ne, tschechisch, polnisch, russisch wird es schon irgendwie sein. In dem Falle, ihr seht, er hat auch Kollision, also ihr müsst da auch beim Runterfahren ein bisschen drauf aufpassen. Aber generell ist das texturtechnisch gesehen alles Tobi. Hören wir uns mal den Sound an. Ja, ist ja ein Custom-Sound, wie man unschwer hören kann. Motorsound gefällt mir sehr. Der Innenbereich ist angenehm leise. Ne? Also fast gefühlt zu leise. Aber eigentlich gerade noch so im richtigen Rahmen. Also für meine persönliche Präferenz ganz geil. Nö, lügt also. Also mir gefällt der Sound. Ne? Ihr wisst aber, Sound ist auch immer Geschmackssache für jeden Einzelnen.
Thema Funktionalität, ihr seht, beide Hände sind am Lenker, mit dem Beinchen hier wird gearbeitet, das ist soweit auch toll. Die restlichen Hebel selber hier sind aber nicht mit animiert. Armaturen haben wir ein paar Animationen drin, ihr seht das hier rechts, ne? Das ist immer die KMH-Anzeige. Dann haben wir links noch so Statusanzeigen, ne? Hier Temperatur und Co. Das ist mehr oder weniger nur Spielerei, haben teilweise noch eine Funktion aber mit dazu. Ja, Spiegel links, rechts funktionieren soweit, inklusive Rückspiegel zugegebenermaßen. So viel kann man da jetzt nicht erkennen, die sind ein bisschen niedrig eingestellt, können aber mit dem Spiegelmod ja noch dagegen steuern. Wenn wir uns das Ganze einmal in der Nacht anschauen, sehen wir jetzt, natürlich ist hier nichts. Wenn ich Blinker anschalte, ab nur links geht der linke an, rechts rechts. Und wenn ich beide anmache, ne, leuchten beide auf. Wenn ich separat Licht anschalte, werden hier die einzelnen Elemente noch beleuchtet. Und sogar die ganzen drei Lichtmodis, seht ihr da links, ne, die blauen Dinger, sind da auch separat mit beleuchtet. Das ist sehr, 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 sehr schön. Gefällt mir. Wenn wir uns das Ganze im Außenbereich anschauen, haben wir da oben Blinker, da unten reflektieren, einmal hier hinten, einmal da noch da oben, dieses sogar nach hinten da wegscheinen. Dann haben wir einmal die Rundumleuchte, die reflektiert soweit auch, ansonsten normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht, vorderes Arbeitslicht, Numpad 5, Numpad 6, so wie ihr das Ganze eben kennt. Hube, ein Tick zu leise, dafür, dass das, also für meinen Geschmack auf jeden Fall, dafür, dass der Motorsound dann doch schon recht rumort, ne? Aber Ansichtssache. Gut, ansonsten maximale Geschwindigkeit 27 km/h, ist für so ein altes Teil ganz geil. Wenn wir noch ein paar Spielereien uns anschauen, bevor wir aufs Feld gehen, Steuerung links Z, können wir Lenkmodus ändern. Aktuell sind wir im Allradmodus, dann können wir umstellen auf die Front, dann haben wir einmal Hundegang links, Hundegang rechts und dann sind wir wieder im Allradmodus drin. So, jetzt schauen wir uns das Ding mal an, wenn das Ganze hier verbunden ist und euch wird bestimmt jetzt auffallen, das ist ja eigentlich gar nicht so richtig verbunden hier, ne? Ist auch korrekt, gibt in dem Falle keine Verbindung, funktioniert aber trotzdem. Ihr seht, 2000 Liter passen rein, 1% habe ich schon mal rausgenommen hier. Ansonsten halt Standard, ne? Mit X das ganze Ding hinten aufklappen. Ihr könnt das sogar rein theoretisch vorne dran machen, wenn ihr das wollt, ne? Und dann habe ich jetzt hier Flüssigdünger drin, aktiviert das Ganze, hoppala, aktiviert das Ganze hier einmal. Und dann seht ihr, kann ich hier mit 12 km/h Max-Speed und 8 Metern Arbeitsbreite auf meinen Feldern rumtuckern, wenn ich das will. Na, was will man mehr, was will man mehr? Also wie gesagt, für Ostalgiekarten oder generell für osteuropäische Karten, die jetzt nicht allzu groß sind, ist das doch eine gute Alternative und vor allen Dingen eine preisgünstige Alternative. Weil wie gesagt, viel kostet das Ding ja hier mit allem drum und dran nicht. Nö, mir gefällt's definitiv. Thema Lok, ihr seht, der ist sauber, könnt ihr euch also, was das angeht, auch bedenkenlos downloaden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.